Mein Name ist Eckart Erbgut, wurde geboren am 7. März 1923 in Züsebanner Kloster in Mecklenburg. Wir waren auf dem Truppenübungsplatz nördlich von Warschau. Und dann gab man uns eine feldgraue Panzeruniform. Ich kriegte ein schweres Sturmgepäck. Es war eine Waffenschau dort. Und wir mussten uns genau an bestimmten Plätzen hinstellen. Dann wurde gesagt, Hitler kommt vorbei. Ein, zwei Jahre später ist mir erst klar geworden, dass diese Uniformvorführung zum Zwecke gemacht worden ist, um Hitler eventuell in die Luft zu springen.